Schau dir mal die Leute an, die meisten, die mit Musik zu tun haben, wo denen ihr Ende ist. Schau es dir mal an. Kannst du ein bisschen lauter machen? Am Kopfhörer? Noch mehr, bitte. Ja, so ist gut. Die Witze sind alt und geklaut und wurden meistens schon öfter gemacht. Zwei sind über 30, der dritte erst 20, trägt Brille und studiert Germanistik. Er redet zu viel und der Gitarrist schielt und seit Phantom nicht mehr dabei ist. Es hat irgendwie alles nicht mehr so wie früher. Der Witz war mal gut, doch jetzt reicht's. Jetzt Achtung! Immer diese Sprüche über Punk. Sag mal ehrlich, findest du das witzig? Wen soll das interessieren? Und überhaupt, wenn Punk so scheiße ist, warum macht ihr das dann? Die Lieder klingen wie Ami-Punk in Scheiße und seit Phantom nicht mehr dabei ist, wer ist keiner mehr sein Instrument? Was seid ihr für ne Band? Dass man sich angewöhnt, lieber vor einem Konzert zu fragen, ob irgendwo noch Pennplätze sind, als nachher. Weil nachher antwortet niemand mehr mit Ja. Sobald die dich gesehen haben, wie du dich auf der Bühne benimmst, bist du für die Privatsphäre der Menschen ein No-Go-Thema.